Berlin vergangene Woche, Proteste vor der nigerianischen Botschaft. Sie richten sich gegen Sammelabschiebungen von afrikanischen Flüchtlingen nach Nigeria. Die Demonstranten waren in die Botschaft eingedrungen, die Polizei greift hart durch. Sehr hart, es gibt Festnahmen und Verletzte. Henry, Augustin und Patrick waren auch dabei, wurden so stark verletzt, dass sie nun zum Arzt müssen. Augustin erzählt, dass er auf der Polizeiwache geschlagen wurde. And then open your eyes widely. Zum Glück ist sein Sehsinn nicht verletzt worden dabei. Und dann hat er eine Prellung hier in der Schulter, aber wir werden auch noch ein Röntgenbild machen müssen, um zu gucken, ob da eventuell auch noch was verletzt ist, weil er im Moment starke Bewegungseinschränkungen hat. Das kann von einem Bluterguss kommen, kann aber auch eine stärkere Verletzung sein. Deutschland will Asylbewerber loswerden und das mit fragwürdigen Mitteln. EU-weit arbeiten Behörden mit Nigeria zusammen, um Schwarzafrikaner dorthin abzuschieben. In ein Land, das massiv Menschenrechte verletzt. Rex Osa lebt seit 7 Jahren in Deutschland, ist als Flüchtling anerkannt. Er hat miterlebt, wie aus Schwarzafrikanern immer wieder Nigerianer gemacht werden, weil sie so leicht abgeschoben werden können. Wenn sie keine Dokumente von dir haben, um dich zu identifizieren, was machen sie dann? Entweder sie fordern dich auf zu sprechen, um dich an deinem Akzent zu erkennen, oder sie schauen sich die Form deines Kopfes an. Ich halte von dieser Methode überhaupt nichts. Die ist nicht im Sinne des Flüchtlings. Es ist darauf angelegt, irgendeine Bescheinigung zu bekommen, die es ermöglicht, diesen Menschen möglichst schnell abzuschieben. Auf einem Marsch von Würzburg nach Berlin protestierten Flüchtlinge gegen solche Abschiebepraktiken und die deutsche Asylpolitik. Seit einigen Wochen haben sie nun ihr Camp in Berlin aufgeschlagen, ihre Forderungen. Sie wollen hier arbeiten dürfen und Anträge auf Asyl sollen schneller bearbeitet werden. Ramisa aus Serbien soll abgeschoben werden. Dabei wurde die 14-jährige Roma in Berlin geboren. Als sie 6 Jahre alt ist, geht die Familie auf Druck der Behörden zurück nach Serbien. Dort ist sie obdachlos, flüchtet deshalb zurück nach Berlin. Ich habe immer Angst. Ich möchte auch nicht nach Serbien zurückkehren. Ich möchte lieber hier bleiben. Wir haben manchmal auf der Straße gelebt, manchmal bei den Nachbarn. Wenn die nicht da waren, dann sind wir auf der Straße geschlafen. Und ich bin hier jetzt und ich bin froh, wenn ich weiter in die Schule gehe, wenn ich hier bleiben dürfte. Ramisa geht in Deutschland zur Schule, hat sich voll integriert. Ihre Freunde wollen ihr beistehen. Ein Kind muss halt die Schule zu Ende bringen. Und halt, ja, sie ist eine gute Schülerin und ich hoffe, es kann hier bleiben. Ich finde es auch sehr traurig und viele Schüler haben auch vielleicht noch ein bisschen versammelt und dass wir uns auch verabschieden können, hoffentlich nicht. Und wir würden uns freuen, wenn sie hier bleiben dürfte. Doch die Politik will alle Flüchtlinge aus Serbien und Mazedonien abschieben, pauschal, ohne Unterschiede. Auch Kinder, wenn sie hier teuer ausgebildet wurden. Innenminister Friedrich schürt die Angst vor Asylmissbrauch. Schützenhilfe bekommt der Bundesminister aus Bayern. Dort ist schließlich Wahlkampf. Es kann nicht das Ziel sein, dass alle, die mit ihren wirtschaftlichen Lebensverhältnissen dort unzufrieden sind, nun nach Deutschland kommen und hier Asyl beantragen. Das kann nicht sein. Die Asylanträge werden auch alle abgelehnt. Aber da sind sie erst mal monatelang hier und kosten hier natürlich auch unseren Staat eine ganze Menge. Was Innenminister Herrmann gern verschweigt, Asylbewerber haben ein Arbeitsverbot, liegen dem Staat nicht willentlich auf der Tasche. Und die Flüchtlinge sind häufig Roma, die in ihren Heimatländern verfolgt werden. Unter solchen katastrophalen Umständen leben Roma in Serbien. Oft haben sie kein Trinkwasser, keine Kanalisation und keinen Zugang zum Gesundheits- und Schulsystem. Wie die Familie Knesevic aus Serbien. Seit 2 Monaten sind sie hier in der Aufnahmestelle in Karlsruhe, noch immer gezeichnet von ihren Erlebnissen. Wir lieben Serbien, aber wir hatten dort kein Leben mehr. Wir wurden ständig missbraucht. Es wurde versucht, meine Tochter in der Schule zu vergewaltigen. Schauen Sie, was man ihr angetan hat. Schulkameraden haben sie mit einem Messer misshandelt.
Wir wurden seelisch und körperlich missbraucht. Die Kinder sind zur Arbeit gegangen. Manchmal haben sie Geld bekommen, manchmal wurden sie auch verscheucht und mit Gewehren bedroht. Sie wurden immer als schmutzige und dreckige Roma beschimpft. Wenn Sie sich die Menschen anschauen, die jetzt von dieser Politik betroffen sind, dann sind es die Ärmsten der Armen, die nicht wissen, wie sie über den Winter kommen. Und ist es da adäquat zu sagen, raus, unser Staat ist für euch nicht da? Das ist es nicht. Wir haben auch eine Pflicht zu gucken, warum die Menschen hierher kommen. Und wenn es so ist, dass sie eben dort so erbärmlich leben, dann muss man sich für sie einsetzen. Gestern Nachmittag, Ramisa übergibt einen Brief und die Unterschriftenliste ihrer Klassenkameraden dem Vorsitzenden der Härtefallkommission. Ich muss mir erstmal in Ruhe angucken, was hier drin steht, ja, so wie wir das auch sonst machen. Doch auch mit Ramisa wird kurzer Prozess gemacht. Nach nicht einmal 24 Stunden erfahren wir heute, ihre Bitte wurde abgewiesen. Auch sie soll jetzt Deutschland verlassen.